aber es ist schon ein ganz Stück. Ein bisschen muss man noch laufen. Hier ist Karl. Hab ein Feind entdeckt. Drei Truppen auf ihn. Da bin ich nicht rein. Du bist zu schnell. Karl. Hund, jetzt musst du nicht meckern da an der Seite. Papa kümmert sich gleich um dich. Er ist total irritiert, weil wir heute Morgen um 7 Uhr draußen waren. Das ist eigentlich nicht so die Spaziergehzeit für ihn. Normalerweise frisst er morgens nur. Dann werke ich ein bisschen rum, aber als ich heute Morgen zum Arzt bin, wusste ich nicht genau, wie lange ich brauchen werde. War ja auch ganz gut, nachdem ich umgekippt bin. Dass man ein bisschen mehr Zeit eingeplant hat. Alter! Ich will nur ein bisschen Distanz haben. Ey, bin ich... einmal aus dem Takt raus bist, selbst diese lahme Krücke. Fick dich ab. Diese echt super lahme Krücke. Warum muss ich nachher mal was essen? Ach, schrecklich, ey. Welche NP? Identifiziere dich! Karl. Immer drauf! Verstanden. Ziehe mich zurück. Pick auf, jetzt bin wohl nur noch ich. Ich weiß, ich hätte den Druiden am Leben lassen können diesmal. Solange dein Hund nicht so faul ist wie mein Hund, der den... Wenn man fragt, ob man mal rausgehen soll, dich nur anschaut und liegen bleibt. Das hat er noch nie gemacht. Der rastet voll aus, wenn wir raus. Also wenn ich das Zauberwort sag. Gehen wir Frauen im Park aufreißen. Ach, wenn es mal so schön wäre. Hier sind nur alte Menschen im Park. SBA und Iren. Ey, ich wollte zur Seite ausweichen. Du hast einen großen Fehler gemacht. Ich brauche... Alter, da kommt der Sturmtruppler von hinten. Ob die mir alle auf den Sack gehen wollen? Vor allem, wenn du den einmal verlangsamt hast, den Gegner, kannst du ihn noch nicht nochmal verlangsamen. Das war, ist gerade das Problem. Ich bin an den Rand gegangen und es hat immer abgeplöppt. Hier, Jedi! Danke
gesehen. Zeit nähert sich. Dafür werden wohl alle Belohnungen an mich gehen. Ja. Umgekippt beim Blutabnehmen, zu wenig geschlafen. Zu wenig geschlafen sowieso. Aber ich vertrag das einfach nicht. Also, wenn man mir Lebenselixier aussaugt, bin ich einfach platt. Ich habe auch gekotzt. Also das Beste, was passieren kann, wenn du Blut abnimmst. Ich bin nicht zart beseitigt, es hat gar nicht so richtig was mit dem Blut zu tun, glaube ich, weil ich gucke ja auch gar nicht hin und so weiter. Dann ich merke das kleine Pieksen, red mit der Tuse und danach kippe ich um. Einfach eine reine, irgendwie interne Kopfsache. Boah, ich hatte so ganz kurz das Gefühl, dass ich auch kacken muss danach. Wo jetzt gerade einer sagt, solange du nichts in der Hose hast danach. Ihr solltet vor allem mal... Ich werde ihn kriegen. Sterben, wenn ich alles zurückschleuder. Feuern und vorrücken. Du wirst nicht entkommen. Volltreffer. Kein leichtes Ziel. Hoffentlich treffe ich. Komm! Oh! Danke, Remedy Games, für die Animation. Kannst du mir mal helfen? Intelligente Pflanze, mit Sprengstoff gefüllt. Hier steht, sie sind nervös. Solange wir aufpassen und Abstand halten, kann nichts passieren. Hier steht auch, dass der Wind sie umherwehen kann. Wie gesagt, Abstand halten, dann kann nichts passieren. Augen nach oben! Ich hab's gehört! Greift ihn an! Gehen wir, BD1. Würde es jetzt echt schon gehen? Dann ist aber noch ein Schutzschild. Wir müssen das Ding öffnen. Oh, du siehst aus wie jemand, der was mehr kann. Okay. Vielleicht will ich irgendwie die Tonne auf der anderen Seite da durchschubsen müssen. Also so, dass das Ding da hinten getroffen wird. Wie läuft's da hinten, BD1?
gehörst mir, Verräter. Der Feind ist flink. Nun krass. Kommandeur der Auslöschstarttruppen. So, das wird mich wahrscheinlich auch zurückbringen. Komm runter, Seil. So, alles Betrug. Auf dem Planeten. Da, Sternzerstörer. Ein Venator. Da drin könnten nützliche Infos sein. Ich versuche hinzukommen. Krass. Da unten ist auch ein Jäger. Schwimmboost. Reese, bist du beschäftigt? Ich wollte mir gerade... nicht beschäftigt. Nie beschäftigt. Brauchst du denn was? Hier sind zwei abgestürzte Schiffe. Du warst nicht der einzige Pilot, dem der Wind zu schaffen gemacht hat. Oh, das fällt dir jetzt auf? Wo warst du denn? Ich meine, besser als ich geht gar nicht. Ja, okay. Ich wollte mich nur bedanken. Also du bist wirklich... gern geschehen, Kleiner. Ich muss weg. Ich hab zu tun. Also, wir sehen uns. Ciao. Moment. Das sind da solche Stampfer. Die müsste ich irgendwie wieder aktivieren. Du bist sehr hilfreich. Na, ist auch hier rot markiert. Muss wahrscheinlich noch irgendwas lernen, um mit dieser Konsole interagieren zu können. Yeah.
Wundervoll. Und wer bist du so? Ich liebe ihn. Hallo Jan. Nach der deiner Seite bewacht eine Kiste in der Ecke. Sie beobachten uns. So, weg mit dir. Na Moment, wenn wir die Abkürzung hier haben, dann versuche ich auch die Kiste zu holen. Ach, selbst im Wasser wären meine Haare nicht nass. Auch wieder etwas aus, womit der im Moment nicht interagieren kann. Toll, ich war so froh, dass wir jetzt dieses dämliche Update haben für den BB1 und jetzt kommen hier neue Sachen, womit der nicht interagieren kann. Den Kick macht er normalerweise zu einer anderen Situation. Wirf ihn her! Sieht fast wie eine Schwiegermutter aus. Warum muss eine Schwiegermutter immer hässlich sein? Ihr müsst dabei bedenken, wenn die Schwiegermutter hässlich ist, wird wahrscheinlich eure Frau auch irgendwann hässlich sein. Die Genetik ist vorhanden. Ich hoffe, dass wenn ich meine Schwiegermutter habe, die super heiß ist. Na, nicht zu heiß. Komm wieder her. Was ist das, BD1? Geh weg, du Suizid-Druide. Suizbot. Gute Arbeit.
Der Imperator ist so volksnah. Da drehen selbst die Droiden ab. Ja, hat's doch gelohnt. Der Commander starb durch ein Lichtschwert. Boah, BB-1, da, jetzt siehst du mal, was du kannst, nix. Jetzt stehen wir hier und dürfen den ganzen Weg zurücklaufen wegen dir. Weil es gibt keine Abkürzung. Ach du verdammte Hacke nochmal, ey. Das Ding hier braucht Strom. Ey, ich habe ein riesiges Laserschwert dabei. Verdammte Hacke, da wird Phononid auch recht haben. Machtblitz wird das sein, womit du später die Elektrik überlistest. Ich sollte, wenn die Hauptquest mich vom Planeten wegführt, vielleicht auch wirklich den Planeten einfach verlassen. Hier ist ja noch ein Echo. Die Bewohner haben das Denkmal für die Klone auf dem Venator gebaut. Ja, wenn die wüssten. Siehst du? Das Imperium ist nicht unsere einzige Sorge. Der Tunnel war überflutet. Wie konnte es dazu kommen? In dem Wasser steigt. Hier riecht's nach kaltem Öl. Nein, Kumpel, nicht du. Es ist das Wasser. Oh, hilfreich. Ach. Da vorne ist einer der Fahrstühle, der unter dem Planeten führt. Achso, wenn ich sprinte, werden Blasterbolzen jetzt automatisch abgewehrt. Ich glaube, ich kann sogar nur den Fahrstuhl nehmen, weil sonst gibt es ja hier nichts. Da würde ich runter. Ah, okay. Wenigstens mal eine ordentliche Map, ey. Nicht wie bei Search 2. Irgendwo hier musste ich lang. Ich helfe euch mal. Finisher kommt übrigens, wenn du ja perfekt blockst und dann einen Angriff startest. Aber alle Machtverbesserungen sind echt sinnvoll, sind echt gut eingearbeitet. Hammer Spiel.
hätte aber schon lieber optionale Skins. Schau dir das mal an, Funonit. Er hat von Terminator nochmal gesprochen gerade. Ich glaube nicht, dass das schlecht ist, aber es ist halt kein Triple-A-Titel oder so. Aber es zeigt halt wenigstens mal Terminator-Geschichte in der Zukunft im Kampf gegen die Terminatoren. Werden groß? Ja, sie wachsen langsam. Ja, wir gehen jetzt, Hund. Ich werde mich jetzt um den Kleinen kümmern. Ist auch ein ganz guter Break. Doch, es halten Leute Wache am Raumschiff. Ach, hier kann ich mein Lichtschwert anpassen. Ich habe noch keine neue Lichtschwertfarbe bekommen. Enno Cordova, das ist glaube ich das, was Luke hat, ne? Diese Endung. Wie so ein alter... Wie heißt das? Kerzenleuchter. Damit die Leute mal glücklich sind, da ich ein grünes Laserschwert habe, obwohl sie... Ach, Gold zu grün passt nicht. Ich brauche eine andere Materialfarbe. Das geht besser für meinen langen Stock, den ich durch die Außenwand des Schiffes gejagt habe. So. So ist auch gespeichert und in dem Sinne machen wir hier erstmal einen Break.